Rennsch Dortmund. Seit wann gibt's euch? Wir haben das seit 2004. Wir haben das dann übernommen. Das Grundstück gibt es seit Anfang der 70er. Hatte vorher eine Familie, die auch hier im Leierweg gewohnt hat. Vielleicht die, die im Leierweg früher gewohnt haben oder noch wohnen, Familie Stelter, die haben da einmal gewohnt in dem Haus und einmal da. Und das haben die Anfang der 70er mit ein paar Tieren halt entstehen lassen. Es gab früher, glaube ich, auch Schafe hier und Hühner und Gänse. Und ich habe es dann mit so ungefähr 7, 8 Jahren beim Spaziergang entdeckt. Und wollte dann immer hier hin, weil ich war schon immer total tierverrückt. Damals waren Pony hier und Gänse. Also jedes Wochenende den Pony Mörchen vorbeibringen. Ja, und dann mit 19 ist der alte Herr leider sehr krank geworden. Die Tiere sollten weg. Ja, wir waren ein halbes Jahr zusammen. Und es war schon immer mein Traum, Tiere zu haben. Und dann sagt er zu mir, mach es doch. Wir machen das zusammen. Und seitdem machen wir das. Und haben das Grundstück da mit einem Pony und 2 Ziegen und ein paar Gänse übernommen. Und das ist das Pony, das ist der Samson. Der ist wie alt? Der ist jetzt so ungefähr 25. Ui, und, ja, so alt können Pferde werden? Das ist ein Shetty, die können tatsächlich bei guter Pflege 40 Jahre alt werden. Oh. Und ich hoffe, dass er gerade mal Halbzeit hat mit dem Alter. Ja. Also das ist schon, das war keine spontane Idee, sondern ihr habt richtig so ein bisschen so einen kleinen Lebenstraum erfüllt euch hiermit. Ja. Was für Tiere nehmt ihr auf? Welche Tiere können bei euch unterkommen, welche nicht? Also wir haben es ja mit den Tieren, die damals hier waren, übernommen. Damals waren das halt ein Pony und Ziegen und Gänse. Gänse sind super Wachhunde, aber wir haben sie dann, als sie irgendwann dann aus Altersgründen verstarben, halt nicht mehr nachbesetzt. Aber wir haben uns halt für noch weitere Ponys entschieden und auch weitere Ziegen. Und halt noch die Hängebauchschweine, die können wir uns da gleich mal angucken. tatsächlich könnten jetzt Schafe zum Beispiel bei uns gar nicht leben, weil Schafe brauchen halt eine richtige Wiese zum Grasen. Und das gibt es bei uns halt nicht, weil wir halt durch die Ponys, die wir haben, das sind halt alles Leichtfutterige, die können halt nicht 24 Stunden auf einer Wiese stehen. Und deswegen wäre es für ein Schaf oder für eine Schafherde gar nicht so schön hier, weil die brauchen einfach wirklich Wiese zum Fressen. Und Schafe blöken auch. Ja, die können auch mal laut sein. Esel wollten wir auch mal haben, aber das haben wir dann auch sehr schnell verworfen, weil wir ja doch ein paar Nachbarn haben und da will man natürlich nicht drauf anlegen. Verstehe. Ja. Was habt ihr denn für Kapazitäten insgesamt so? Also wie viele Tiere dürften es denn insgesamt werden? Da gibt es ja tatsächlich für Ställe gibt es Mindeststallgrößen und es gibt auch für eine Weidefläche. Da muss man aber dazu sagen, wenn ein Pferd dann auch immer grast oder wenn man von der Wiese auch Heu gewinnen würde, gibt es halt ganz viele Richtlinien und das ist auch richtig so. Ich würde sagen, mit 3 Ponys und 4 Ziegen und 3 Schweinchen sind wir ausgelastet, weil die sollen einfach genug Platz zum Bewegen haben. Das sind hier 2500 Quadratmeter. Hinzu kommt, dass wir auch mit den Ponys viel rausgehen. Und die müssen Platz haben zum Laufen, zum Spielen. Deswegen würden wir jetzt keine weiteren Tiere mehr aufnehmen. Ja, weiter expandieren nicht. Okay. Nö, man muss es ja auch noch, man muss ja auch noch genug Zeit haben und das auch finanzieren können. Es ist irgendwann die Gefahr, wo wir immer gesagt haben, wo man aufpassen muss, dass man das nicht mehr im Griff hat, wenn es zu viele Tiere wären. Genau. Das heißt aber, wenn jetzt jemand zu euch käme und sagen würde, hey, ich weiß nicht, wohin damit, könnt ihr in meiner Not dieses Tier aufnehmen, dann würdet ihr sagen, im Moment geht es leider eher nicht. Oder also würdet ihr ihn weiterverweisen? Jetzt im Moment auf jeden Fall schon, aber genau so, wie Sie es ansprechen, sind auch einige Tiere zu Hallo Mia, einige Tiere zu uns gekommen, aber jetzt würden wir tatsächlich bei der Suche helfen. Und ich habe ein paar Freundinnen, bei denen ist es so, die nimmt halt auf und vermittelt dann weiter, dann würde ich sie fragen. Aber wir würden jetzt keine nehmen. Es fällt mir immer schwer, weil wenn ich an die Geschichte halt höre von den Tieren, ne, aber man muss dann auch wirklich gucken, was geht. Das klingt doof, aber die sollen sich ja auch irgendwie verstehen. Genau. Ein Tier hat man immer Unruhe drin und das kann auch viel kaputt machen, wenn man dann einfach irgendwie jetzt ein Pony oder Ziege, was auch immer, reinwirft. Ja. Das kann auch so das Miteinander ganz schnell kippen lassen. Und ich könnte die auch gar nicht abgeben. Also wenn, dann würden die halt ihren Film, ja, einen Film immer zu Hause haben und dann halt dieses Weitervermitteln, das könnte ich gar nicht. Hoppala! Habt ihr denn da so ein Netzwerk? Also heißt das, wenn Leute zu euch kommen und ihr könnt die Tiere leider nicht nehmen, dass ihr dann durchaus ein paar Adressen habt, an die halt ihr das weitervermitteln könnt? Netzwerk würde ich es nicht jetzt nennen, aber man kennt halt durch das Hobby Leute. Kennt man halt ein paar, wo man einfach auch mal fragen kann. Genau. Ein paar, die eure Interessen teilen. Also jetzt nicht unbedingt dann
nicht unbedingt irgendeine offizielle, so das Nicht-Tierschutzzentrum oder so, sondern privater. Nee, das Tierschutzzentrum ja hier, Sie meinen das hier in Dorsfeld, ne? Ja, das ist ja mehr so für Kleintiere. Nee, also wenn dann halt eine Freundin in Regen zum Beispiel, die hat auch mit Nutztieren und Nutztierheim auch dann die Kontakte, das dann. Aber da ist halt auch, also auch nicht, also da kenne ich jetzt nicht, wer weiß wie viele, das sind ja halt nur so ein paar Kontakte. Wie sieht das aus? Darf man euch besuchen? Darf man hier hinkommen und sich die Tiere mal ein bisschen angucken? Also wenn wir da sind und angesprochen werden und auch die Zeit dann haben, dann immer gerne. Wir haben auch schon mal einen Tag der offenen Tür gemacht, wollten das eigentlich schon öfter machen. Jetzt war aber Corona und die Fragen sind einfach da. Also wenn Corona, wenn die Situation sich verbessert, dann wollen wir auch wieder öfter einen Tag der offenen Tür machen, weil wir einfach jetzt sehen, es sind sehr viele Spaziergänger, die es einfach neu entdecken. Manche wissen gar nicht, was das ist. Die denken dann, das sind irgendwie Zirkustiere, die hier ein Quartier haben oder denken, das ist ein Gnadenhof. Wir wollen das auf jeden Fall wieder einführen, dass es die Möglichkeit gibt, mal vorbeizukommen. Genau. Vorbeizukommen und auf Tuchfühlung zu gehen sozusagen. Ja, einfach mal, dass man das mal sehen kann, wie die leben, wer hier so lebt, dass man die vielleicht mal streicheln kann, weil vom Zaun aus kann man es nicht, aber dann halt wirklich in Begleitung von uns und das dann halt über einen Tag der offenen Tür. Wir wollen dann mal das nächste Mal einen Aushang machen und dann darüber mal gucken, was dann so passiert, wie viele dann kommen. Und gibt es auch, Leute, die euch da ein bisschen zu sehr auf die Pelle rücken, beziehungsweise gab es auch schon unangenehme Ereignisse, dass ihr das Gefühl hattet, wir müssen den Tieren ein bisschen mehr Ruhe gönnen? Ja, unangenehm fand ich einfach bisher nur, dass ungefragt hier Tiere ausgesetzt wurden. Ja. Ansonsten stehen entweder die Spaziergänger am Zaun und schauen, manche sprechen uns an, manche schauen einfach nur nach den Tieren, manche gucken beim Vorbeigehen. Aber unangenehm finde ich einfach, wenn hier jemand ein Tier aussetzt und mir gar nicht die Chance gibt, da die Entscheidung zu treffen, ob ich das möchte. Das finde ich dann unangenehm. So, und da der Appell, das bitte nicht machen. Ja, ja, bitte. Keine Tiere ja, auf die Türschwelle legen, ja, über den Zaun genau werfen. Genau, und die, die uns halt ansprechen, die denken ja auch oft, das ist halt hier ein kleiner Gnadenhof. Manche staunen auch, dass wir keiner sind, weil wir das komplett aus unserer eigenen Tasche finanzieren, weil es unser Hobby ist. Also wir würden das gerne selber entscheiden, einfach weil wir auch gucken möchten, passt das in die Gruppe, haben wir dafür Zeit, haben wir dafür Geld. Das sind alles Sachen, da muss man sich vorher mit auseinandersetzen. Und wenn da einer kommt und mir einen Karton mit Tieren abstellt, dann ja, habe ich echt ein Problem. Ja. Und das tut mir auch echt im Herzen weh, wer sowas macht. So schon passiert? Ja, so schon passiert. Meerschweinchenbabys wurden ausgesetzt, Katzenbabys und Hühner über den Zaun geworfen. Das muss nicht sein. Verstehe. Ja. Ja, gebt uns gerne Bescheid, wenn ihr mal einen Tag der offenen Tür macht. Ja, machen wir. Gerne. Logisch. Da sind wir gerne dabei. Ja. In Ordnung. Die Mini-Ranch in Dortmund. Ja. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.